Hallo zusammen, hier ist 80 und ich spiele heute mal etwas Ungewöhnliches, nämlich Lego Fortnite. Meine Kinder haben mich quasi dazu genötigt, aber ich glaube, es ist auch ein ganz cooles Spiel. Ich bin jetzt hier zum allerersten Mal eingeloggt. Ich habe noch nie Fortnite gespielt. Gut, Lego kenne ich, haha. Von daher habe ich keine Ahnung, was man hier machen muss. Aber ich glaube, es geht auch darum, Dinge aufzubauen. Und fürs Aufbauen braucht man hier wahrscheinlich Rohstoffe. Deswegen sammle ich den Kram mal ein. Hier kann man nichts einsammeln. Die Büsche sind anscheinend nur Staffage. Da hinten sieht man meine Kinder rumlaufen. Und das hier habe ich bei meinem Sohn gesehen. Ist, glaube ich, ein NPC. Ah, wo bin ich? Wer bist du? Wer bin ich? Weiter. Warte, die Antwort auf die letzte Frage weiß ich. Ich bin Farbenbomber. Wie schön, dich zu treffen. Und du bist Larek 1980. Warum klingt das vertraut? Keine Ahnung. Ich bin noch nie an einem so neuen Ort wie diesem gewesen, aber ich bin froh, dass wir gemeinsam hier sind. Es könnte hier gefährlich sein. Wir sollten uns vorbereiten, nur für den Fall. Vorbereiten? Meinst du, wir sind die einzigen Leute, die durch den Riss hier gelandet sind? Also ich glaube quasi, das ist eine Fortnite-Spielerin oder so, die hier gelandet ist. Ich habe das Intro-Video gerade gesehen und jetzt müssen die hier zurechtkommen irgendwie. Vielleicht sollten wir so etwas wie einen Dorfplatz bauen, um Freunde in der Nähe herzuführen. Ich glaube, mein Sohn hat schon ein bisschen was gemacht. Das hier ist vermutlich ein Dorfplatz. Ja, Werkbank benutzen. Sägewerk benutzen. Und so weiter. Okay. Da gibt es Hühner. Kann man die irgendwie essen oder halten oder sonst irgendwas damit machen? Bauen. Streicheln. Streicheln ist auch schön. Du hast Hunger. Ich habe erst Huhn gestreichelt und da fällt mir auf. Oh, ein Ei ist rausgekommen. Zack. Eingesammelt. Hungrig. Hungrig ist schlecht. Ne? Tab. Da sehe ich ein Ei. Kann gegessen werden. Heilt und senkt den Hunger. Dann mach das doch mal. Wie mache ich das? Fallen lassen. Zum Inventarwechsel, zur Nebenhand wechseln. Ins Inventar. Achso, das ist die Schnellleiste. So. Und wie benutze ich das Ei jetzt, wenn ich ein 1 drücke? 1. Linksklick? Linksklick. Ich esse schlagen. Oh, kann ich die Hühner auch erschlagen und dann nehmen wir mal an, Fleisch. Kann ich auch sprinten? Ja. Zack. Gar nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. So, da haben wir nämlich jetzt Federn und Fleisch. Und wenn mich meine langjährige Spielerfahrung nicht täuscht, dann kann ich bestimmt hier hingehen und nicht mit dem Feuer interagieren. Fleisch. Verzehren möchte ich aber nicht. Ich möchte das grillen. Ne, verzehren kann ich nur. Egal. So, bauen, Kuh. Ich kann bauen. Eine Werkbank, ein Sägewerk, einen Grill. Aha, da haben wir es doch. Für den Grill braucht man Granit. Jetzt muss ich mal eben gucken, ob meine Kinder schon fleißig waren. Haben die hier einen Grill gebaut? Das ist eine Werkbank. Das ist ein Sägewerk. Es fehlt der Grill. Braucht man Granit für. Um Granit abzubauen, braucht man garantiert so eine Art Spitzhacke. Wir gucken mal, was die Werkbank so sagt. Spitzhacke. Brauche ich mehr Holz für. Alles klar. Ist alles nachvollziehbar. Sieht auch schön aus, muss ich sagen. Nett irgendwie. Bunt, aber nicht zu bunt. Dir ist kalt. Ja, kann ich jetzt nicht ändern. Achso, okay. Holz ist mal mit Abbau nix. Was ist das hier? Ein Haufen. Ein Haufen. So, also brauche ich erstmal eine Axt. Für eine Axt brauche ich wiederum Holz und Granit. Also ich nehme an, man kann irgendwo vielleicht auch Holz und Granit einfach einsammeln. Gucken wir mal, ob hier irgendwo... Mal hier, siehst du einen Stein? Granit einsammeln. Du hast Hunger. Schon wieder? Da sind ein bisschen Beeren hier, oder? Hier, erstmal Granit einsammeln. Schneebeere einsammeln. Schneebeeren sind ja ein epischer Verbrauchsgegenstand, sehe ich gerade. Und jeder weiß... Spinne! Nimm das... Ach, halt die viel aus. Ist das euer Ernst? Ich klicke jetzt einfach wie wild darauf rum. Nee, das dauert ja Ewigkeiten. Kann ich auch einfach weglaufen? Will jetzt auch nicht zu meinen Kindern locken. Dann wäre das Spiel nämlich schon vorbei. Da sind Schafe. Die kann man schon auch irgendwie essen. Die ist kalt. Ja, ich renne ja jetzt schon, damit ich mir warm wird. Ist sie immer noch hinter mir, die Spinne? Ich würde sagen, ja. Bin mir aber nicht sicher. Oh, hier gibt's Holz. Aber ich glaube, die ist jetzt umgedreht, die Spinne. Okay. Ja, ich kann jetzt auch nicht mit meinen Kindern reden, deswegen kann ich denen jetzt auch nicht dich davor warnen, dass sie da besser nicht gucken, was die Spinne so angeht. Sammeln wir erstmal ein paar Basics. Ich weiß jetzt nicht, ob meine Kinder da oben schon irgendwie eine Kiste oder so haben, wo vielleicht dann schon irgendwie Holz drin ist oder sowas.
ich mache jetzt einfach mal so, als wäre ich hier quasi alleine unterwegs und würde jetzt erstmal die Basics kennenlernen, wie es ja auch ist. Dieser Stein dort ist auffallend rund. Da muss ich jetzt mal gucken. Ich meine, man sieht man schon mal in der freien Natur einen so auffallend runden Stein, als wäre da vom Katapult hierher geschleudert worden. Kann man da was machen? Oh, ach, den kann man rollen. Nee, das ist ja witzig. Wenn jetzt hier ein richtig schöner Berg wäre, kann man die wohl über die Stafe rollen, dann gehen die kaputt. Im Namen der Wissenschaft. Ist das Schaf da? Ja, aber es ist so weit oben. Jetzt, na gut, haben wir keine Lust mehr. So, bauen. Achso, jetzt muss ich zurück zum, ach, Dorfplatz, da schau her. Zurück zur Werkbank, um, ach, hier kann man ein Gebäude bauen. Einfache Hütte. Ach, das steht da oben wahrscheinlich schon. Bauteile. Aha, man kann also wahrscheinlich irgendwie auch frei bauen mit Lego. Was ziemlich cool ist. Möbel. Spawnpunkt und Kondition wiederherstellen. Okay, wahrscheinlich. Also bei Minecraft ist es ja beispielsweise so, dass wenn die Nacht kommt, du bist am Verhungern. Nein. 5. Essen. Ich hätte gerne gegrillt, aber es geht nun leider einfach nicht. So. Bin nicht ganz sicher, was das links oben da alles so heißt. Diese grünen Balken. Die, weiß ich nicht, Erfahrungspunkte oder so. Das da drunter, was von blau nach rot geht, kann ich irgendwie, ne, kann ich nicht. Das ist vielleicht die Temperatur. Jetzt regnet es auch noch. Wird immer schlimmer alles. So, schauen wir mal. Meine Kinder haben jetzt hier aus Gründen der, ja, der Kindersicherheit so Fake-Namen hier. Von daher ist das kein Problem. Da schläft jetzt einer. Kann ich meinen Sohn da rausschmeißen? Ne. Vermutlich müssen wir jetzt alle schlafen, damit diese Nacht vorbeigeht. Ich weiß aber nicht wie. Tja, aber mal gucken, ob wir nicht mit der Baumenü ein Bett bauen. Wir brauchen, oder ich brauche, mehr Holz. Dann mache ich mir mal eben eine Axt, damit ich mit der mal eben Holz sammeln kann. Obwohl, jetzt sieht es gar nicht so dunkel aus. Keine Ahnung. Obwohl, hier liegt ja auch was auf dem Boden schon. Ah ja, das sieht so aus, als würde... Ach, jedes Mal kommen zwei Holz raus, oder was? Oder sind das zwei Schaden, die ich mache? Ich habe keine Ahnung. Aber das war jetzt auch nicht wenig Holz, würde ich sagen. Ja, 8. Und wenn ich jetzt hergehe und sage, der Baum ist groß, nehmen wir mal den kleinen hier. Ne, 0. 0 ist wahrscheinlich schlecht. Also kann ich jetzt mit der Axt nur Sachen kaputt hauen, die ohnehin schon auf dem Boden liegen? Wie das hier? Vielleicht. Ich weiß es nicht. Machen wir mal weiter. Mehr Holz ist immer gut. So, wir haben... Oder ich habe mehr... Holz. Mir ist kalt. Ich bin auch schon wieder hungrig. Hab noch nicht so ganz geschnallt. Himbeere. Weg damit. Da gibt es jetzt auch weiße Balken und grüne Balken. Achso, das grüne ist quasi Essen. Schneebeere. Schneebeere ist irgendwie... Jetzt ist auch so ein Feuer da irgendwie. Okay. So, jetzt bin ich hungermäßig, glaube ich, ganz gut dabei. Ganz gut ausge... Was war das hier? Dünger einsammeln. Achso, das ist der Haufen, den ich... Verstehe. So, ich baue mal noch zwei Betten. Ich glaube, das ist wahrscheinlich wichtig. Hier ist noch eins. Klicken. Kann nicht im Regen benutzt werden. Ist ja nicht. Ist ja die Hütte drüber. Dem Bett zuweisen. Das kann ich jetzt sagen, soll mein Bett sein. Ich lasse es mal offen. Für die Kinder. Mir ist kalt. Ja, gut. Da, ich weiß jetzt nicht, wie ich da was dran ändern soll. Nee, ach, ich wollte gar nicht ändern. Nein, gar nicht. Also, da kann man nichts machen. Ich kann nicht diesen Baum... Ich friere. Ich kann auch diesen Baum nicht abbauen. Ich friere, ich denke, ich muss zurück zum Feuer. Aber wirklich, das haut dann ja fast total um. Sägewerk ist hier. Sägewerk benutzen. Für ein Holz kann ich eine Planke oder Holzstab herstellen. So. Ich glaube, hier sollte man eigentlich schlafen, aber wir müssen... Boah, das ist ja so... Also, man muss die Nacht jetzt überdauern, im Grunde genommen, wahrscheinlich. Müsste man... Wahrscheinlich, wenn wir alle schlafen, so kennt man es von Minecraft, wird die Nacht vergehen. Das geht aber nun mal nicht, weil wir ja noch nicht alle Betten haben. Das heißt, wir müssen doch irgendwie raus hier in die Wildnis. Oh, das ist ein Skelett. In die Wildnis, um... Da ist noch ein Skelett. Um Holz zu holen. Aber ich denke, alleine schon die Kälte wird mich gleich umhauen. Ich sehe auch nirgendwo Holz. Oh je, ein Skelett angelockt.
Ach, die Skelette hauen auch die Schafe. So. Sprinten nicht möglich, zu wenig Energie. Erstmal eben wieder aufwärmen. Oh. Jawohl, hier, Teamwork. So muss das sein. Oh. So. Zack. Alles kaputt. Ah, eine Spitzhacke. Ach, guck mal, hätte ich gar nicht. Die Spitzhacke hätte ich nichts bauen müssen. Knochen, weiß ich nicht, wofür die gut sind. Was haben wir da hinten? Ach so, ein bisschen Fleisch. Sehr schön. Wir brauchen aber Holz. Denn ohne Holz. So. Schaufel, Spitzhacke. Kurzschwert, Ritterschild, Fackel. Okay, das brauchen wir alles nicht. Wir brauchen. Eigentlich brauchen wir eine bessere, nehme ich an, eine bessere Axt. Damit wir hier diese dickeren Bäume kaputt hauen können. Null. Oh, mich hat's zerlegt, glaube ich. Und hoch mit dir. Zum Rucksack zurück, um verlorene Gegenstände zu erhalten. Rucksäcke werden auf der Karte markiert. Respawnen. Ich nehme an, bei meinem Bett jetzt. Zack, schon direkt gestorben. Jawohl. Auf der Karte. Ich drücke mal M. Ah ja, und da ist mein Rucksack. Im Süden. Gibt's hier einen Kompass oder so? Nee, irgendwie nicht. Aber ich weiß ja, Farbenbomber. Ja, auch so. Du kannst mit der Fackel gerne mitkommen, damit ich hier... So, hier kann ich jetzt sagen, mein Rucksack, ist er jetzt eingesammelt? Nee. Was muss ich da machen? Muss ich da irgendwas draufhauen oder so? Ah da, deinen Rucksack aufnehmen. Zack, jetzt habe ich alles wieder. Bin aber jetzt leider schon wieder tot, weil ich schon wieder erfriere. Bums. Sehr gut. Profi. Bin absoluter Profi. Ja, brauchen mehr Holz, um irgendwie die Nacht zu überstehen. Meine Kinder scheinen das anders zu sehen. Die stehen da rum, aber bauen kein Holz ab oder... So, warum muss ich denn... Achso, man muss immer von einer gewissen Richtung da dran kommen. Nee, ist einfach nicht möglich. Also, das ist jetzt irgendwie ein bisschen doof, dass wir jetzt irgendwie nichts machen können anscheinend, um vernünftig durch die Nacht zu kommen. Weil wir jetzt in der Nacht hier nicht durch die Gegend laufen können, anscheinend jedenfalls. Oh, da kommt ein Skelett. Achtung, Achtung. Machen wir kaputt. Und kriegen Knochen dafür. So, wir haben die Werkbank. Wir können jetzt ein Schwert, aber Holzstäbe, Planke haben wir alles nicht. Wir brauchen ja eine einfache Steinaxt. Perfekt zum Abbauen von Bäumen oder zur Selbstverteidigung. Ja, aber ja irgendwie nicht, ne? Mir ist kalt. Kann ich hier irgendwie interagieren mit dem Baum? Wenn ich... Du betrittst Frostlande. Das ist aber auch... Ne, ich muss zurück, sonst bin ich schon gleich wieder erfroren. Vielleicht ist... Ah ne, du betrittst Gras... Achso, Moment. Da sind Frostlande. Und da ist Grasland. Ist es vielleicht so? Ich esse mal wieder was, weil das vielleicht heilt. Dass man in den Graslanden durchaus nachts rumlaufen kann, ohne zu erfrieren gleich. Ah, okay. Ja, okay, muss man wissen. Okay, da hinten beginnen die Frostlande. Das habe ich jetzt nicht gewusst. Und die Frostlande ist so kalt, dass man da locker mal eben erfriert. Alles klar. Aber hier ist ja kein Problem. Jetzt ist nur die Frage, wo kriegen wir jetzt Holz her? Mehr Holz. Also von Bäumen ist schon irgendwie klar, aber irgendwie... Ach, ich wollte die Himbeere nicht essen. Ah, das sind auch dann leichtere Bäume hier. Aha, okay. So, hier liegt noch so Holz auf dem Boden rum. Nehmen wir mit. So wird ein Schuh draus. Jetzt machen wir hier die Bäume weg. Sammeln dadurch das Holz ein. Ich habe jetzt nicht mehr am Schirm. Holz habe ich 10. Steht da unten links. Das reicht. Ach so, jetzt ist die Nacht sowieso vorbei. Alles klar. Egal. Ich sammle mehr Holz ein. Und werde gleich dann schon mal hier... Und Himbeeren essen scheint ja auch elementar wichtig zu sein. Und werde dann gleich noch ein Bettchen bauen. Ein Bettchen bauen. So. Zacki, zacki. So, das reicht erstmal. Ich renne geschwind zurück. Suche schon mal hier das Bett aus. Kann mich auch bewegen dabei. Kann das auch drehen. Alles klar. Mit dem Mausrad geht das. Ach, das heißt... Okay, naja, gut, jetzt haben sie ein Bett. Sollen wir alle uns mal hinlegen? Weiß ich nicht, ob das was bringt jetzt irgendwie, aber... Ach, guck mal. Die Kinder haben schon Schwerter, das ist ja ein Ding. Gut, es ist eh, wir sind voll, irgendwie ist es eh Tag, alles klar. Alles ohne Kommunikation übrigens jetzt hier, ne? aber läuft. So,
Eine Spitzhacke habe ich ja gerade vom Skelett bekommen. Da gucken wir mal hier. Da kann man sicher Steine mit. Ach ja, Forstlande. Ich erinnere mich. Wir gehen nicht dahin. Wir gehen hier rüber. Hier sind bestimmt auch irgendwo Steine. Himbeeren einsammeln. Das da hinten sieht aus wie Mais oder so. Schauen wir mal. Mais einsammeln. Also es gibt ja jede Menge verschiedener Rohstoffe. Da kann man bestimmt auch irgendwelche Farmen bauen. Oder ähnliches. Aber in diesen Büschen ist nichts. Oder meine Kinder haben da alle schon leer gefegt. Das kann natürlich auch sein. So, was kann ich denn noch bauen? Ich kann hier was bauen. Den Grill, richtig. Das war ja das, was ich eigentlich machen wollte. Für 30 Granit. Damit wir unser Fleisch... schon wieder. Ih, eine Spinne. Ich mag Spinnen nicht, muss ich ehrlich gestehen. Auch im echten Leben nicht. Aber die lassen was fallen. Seide. Schön. Kann man bestimmt gebrauchen. Ich glaube, die Spitzhacke ist gleich kaputt, aber das war ja eh so eine geschenkte. Ja, eine geschenkte von einem... Ach so. Klar, ich muss... Da geht gar nichts. Ich muss zurück zur Werkbank. Das war eh eine geschenkte Spitzhacke von einem Skelett. Also geschenkt in Anführungszeichen. Ach ja, jetzt sieht man da hinten auch Schnee. Ne? Kein Wunder, dass das Frostlande sind. Dann gibt es wahrscheinlich auch verschiedene Biome. Grasland, Frostlande ist klar. Gibt es wahrscheinlich auch so eine Wüste oder sowas. Und vielleicht noch anderen Kram dazwischen. So, wir bauen eine Spitzhacke. Vielleicht bauen wir nicht nur eine, sondern gleich zwei. Und auch nochmal eine Axt, weil garantiert wird er schnell weg sein. Die Schaufel. Damit lässt sich der Boden leicht aussehen. Da brauche ich aber schon einen Holzstab und eine Planke für. Vielleicht auch mal ein Schwert. Da brauche ich auch Holzstäbe für. Also da brauche ich mehr Holz für insgesamt. Obwohl, ich habe doch gerade viel Holz gesammelt, oder? Holzstab. Rezept ändern. Planke. Die Planken brauche ich für Baumaterialien und Waffen. Den Holzstab auch. Rezept ändern. Fehlende Zutaten. Ach so, das tue ich jetzt hier rein und dann machen die das. Aber das baue ich gar nicht selber, sondern das Sägewerk macht das automatisch. Ach so, jetzt habe ich hier eine Planke und brauche aber auch, ich kann die jetzt nehmen und sage jetzt, ich muss das aktuell unterbrechen. Das mache ich wie? Alles entfernen, halten. Und jetzt Holzstab. Hau rein. Also ich sehe schon, man muss wahrscheinlich diese Dinger ständig haben, also mehrere Sägewerke, damit die ständig eigentlich bauen, ne? Und man ständig mit Holz irgendwie, was ist jetzt passiert? Um die mit Holz ständig zu befeuern quasi. So, alles nehmen oder entfernen. So, im Inventar habe ich jetzt... solche Geschichten. Ich habe vergessen, wofür ich das eventuell brauchen könnte. Ich gucke mal eben. Achso, genau, das war, ich hätte jetzt also mehr Holzstäbe. Ja gut, aber das interessiert mich alles jetzt nicht so sehr. Ich habe jetzt hier mein erstes Zeug. Ich könnte aber jetzt mal schauen. Achso, den Grill, genau. Das war das, ich lasse mich zu schnell ablenken. Oh, Spinnrad. Okay, nee, aber Grill. Wir wollen den Grill. Die Steine da ist kalt da drüben, aber die sind jetzt so schön nah. Komm, halten wir das aus so lange. Bis wir die Steine kaputt geklöppelt haben. Ja, die ist kalt. Ist noch nicht so schlimm. Bewegung scheint nichts daran zu ändern, dass einem kalt wird. Ja, ist dann eben so. Hier gibt es ordentlich Granit. Schön. 15 schon. Das ist ja ganz ordentlich, würde ich mal sagen. So, noch mehr Granit. Und hier den noch. Gegenstandsrezept. Konditionsglücks irgendwas. Mhm. So, jetzt habe ich relativ viel Granit. Das wird ja wohl nicht reichen für einen Grill. Logisch. Wir sammeln ein. Wir sammeln 30 brauchen wir. Haben wir ja fast. Irgendwas passiert hier schon wieder. Ach, die Spinne von eben. So, jetzt habe ich aber... Au! Okay. Hatte ich so wenig Leben nur noch? Ich habe gar nicht so richtig drauf geachtet, muss ich gestehen. Die ist warm, ja. Das ist zumindest eine gute Nachricht. Schauen wir mal, wo war ich? Da hinten. Diese doofe Spinne. Ich habe auch, da ist er, da. Ich habe auch keine Waffe oder so. Und wenn ich kalt bin, gehe ich automatisch einen Ticken langsamer. Ne, ich muss von hier aus kommen. Ne, auch nicht. Ne. Aua, das wird nix. Oh, ich bin schon fast wieder tot.
Kann ich hier so jetzt drumherum laufen? Ganz schnell sagen, nimm das oder sterben? Ich kann ganz schnell sterben. Aber ich physikalisch korrekt rollen meine Körperteile den Berg runter. Wenn das nicht auch eine schöne Sache ist. So, mal sehen. Ah, da, Sohnemann verprügelt die Spinne. Finde ich gut. Ich hoffe, es funktioniert. Er hat ja auch schon ein Schwert und so. Das sieht gut aus. Ich helfe gleich. Aber ich muss erst den Kram einsammeln. So, jetzt habe ich eine Axt. Oh, ich glaube, mein Sohnemann hat es auch zerrissen. Ja, das muss hier, die muss weg hier. Die Spinne. Achso, das macht aber schon mal zwei Schaden. Also die Axt ist jetzt eine zähe Angelegenheit. Habe ich jetzt ein Holz bekommen? Ist aus der Spinne rausgeschlagen oder wie? So, da ist Seide. Kann ich das hier per Drag and Drop machen? Jo. Jetzt können wir uns dem Stein hier widmen. Weil, ich habe es nicht vergessen, ich ja eigentlich einen Grill bauen möchte. Was jetzt in der Nachschau gar nicht so wichtig erscheint, weil ich ja mit dem Hunger ja gar nicht mehr so ein Problem habe. Aber gut, Granit brauchen wir so oder so. Ob ich jetzt einen Grill baue oder was anderes, ist eigentlich wahrscheinlich Wurst. Hier nehmen wir noch ein paar Schneebären mit. Ob die wohl respawnen? Habe ich die schon mal eingesammelt heute? Ich weiß es nicht mehr. So, das gefällt mir nicht. Diese kalte Gegend gefällt mir überhaupt nicht. Ich kehre mal hier wieder hin zurück. Hier haben wir noch ein bisschen mehr Holz. Nehmen wir auch mit. Sprinten nicht möglich. Zu wenig Energie oder zu niedrige Energie. So. Wir könnten einen Grill bauen, ein Spinnrad oder einen Dorfplatz. Dafür brauchen wir mehr Holz. Ich glaube, er schafft ein Dorf in der Umgebung. Das ist ja hier noch nicht. Also sammeln wir jetzt mal Holz. Den Grill vergessen wir jetzt mal. Wir sammeln noch mehr Holz. Ich habe eine tolle Aufmerksamkeitsspanne. Ne? Wir sammeln mehr Holz, um einen Dorfplatz zu bauen. Das kann nur gut sein. Hier ist ein richtig großer Baum. Gib ihm. So. Wir haben natürlich nicht gemerkt, wie viel Holz man wohl braucht, um einen Dorfplatz zu bauen. Aber ich sehe da Ausrufezeichen am Baudingsterbumster. Was ist das? Ah! Was ist das? Irgendein Stein. Kann ich auch springen eigentlich? Ja. Oh, schießen kann der auch. Nee, der soll mich aber in Ruhe lassen. Okay, komm her. Ich hab eine Axt. Ah, nee, warte, das ist ein Stein. Spitzhacke ist wahrscheinlich besser. Oder ein Käfer oder sowas. Jawohl. Also wenn man zuhaut, dann können die selber, glaube ich, gerade nicht zuhauen unbedingt. So, zweimal schlagen nach hinten. Zweimal schlagen. Tschüss. Da gibt's jetzt einen Panzer. Okay. Panzer klingt erstmal gut. Himbeer einsammeln. Jetzt zu diesem Baum noch, den ich die ganze Zeit machen wollte. Und dann gucken wir mal, ob wir ein Dorfzentrum oder wie das hieß, bauen können. So, ich renne zurück. Kann ich auch rennen, während ich... Nein. Bauteile. Böden, Wände, Stützen, Dächer. Wollen wir jetzt erstmal nicht. Möbel. Aha, eine kleine Truhe. Das ist auch erstmal gar nicht schlecht. Einstiegshütten. Das ist das, was da schon steht. Aber ein Dorfplatz. Oder Dorf... Ja, Dorfplatz existiert noch nicht. Dann bauen wir das mal hier so hin. Oder... Ja, hier so hin. Boom. Ach. Dorfplatz. Ja, hier in Burg. Weiß ich auch nicht. Blau. Ist mir egal. Bestätigen. Doppelte Hütte. Dorfaufwertungen ansehen. Wow. Hier kann man... Hier kommen Besucher dann. Wachsendes Dorf. Okay, also man kann hier anscheinend wirklich irgendwie ein Dorf bauen und man kann dann irgendwie anscheinend... Oh, hier wird was gebaut. Hier wird irgendwas gebaut. Schön. Man kann dann anscheinend hergehen und Upgrade verfügbar am Dorf. Achso, ich kann jetzt das aussuchen hier eins, oder wie? Ein zusätzlicher Dorfbewohner kann leben. Freundliche Forscher werden das Dorf besuchen oder Konditions... Ich habe keine Ahnung. Wachsendes Dorf. Achso. Nee, kann ich nicht auswählen. Aber hier steht 2. Ich bin mir da jetzt gerade... Dorf aufwerten. Verwende Dorfpunkte und Materialien, um dein Dorf aufzuwerten. Wenn du dein Dorf aufwertest, steigerst du die Kapazität deines Dorfes, fügst ihm nützliche Vorteile zu und so weiter und so fort. Achso, da braucht man jetzt Holz für. Wieder mal Holz. Gut, okay. Wer bist du denn?
Hier ist Aura. Hallo, ich bin Aura. Wenn du Abenteuer suchst, bist du hier genau richtig. Wie schön, dich zu treffen. Solange du die Geschichte ehrst, bist du in der Archäologie oder Paläontologie genau richtig. Dein Dorf sieht wie ein idealer Ort aus, an dem ich zwischen meinen Abenteuern die Füße hochlegen kann. Ach ehrlich, das ist hier nur ein Platz. Aber gut, ich glaube, ich bleibe heute Nacht hier. Ja, tu das. Schön. So, so. Na dann, was kann man jetzt noch bauen? Eine Kartenmarkierung. Markiert einen Ort auf der Karte. Ist das Dorf denn auf der Karte markiert? Ja, da brauchen wir das nicht. So. Noch ein Lagerfeuer haben wir da hinten schon. Dorfplatz haben wir jetzt schon gebaut. Spinnrad haben wir noch nicht. Grill haben wir noch nicht. Jetzt können wir eine doppelte Hütte bauen. Dafür braucht man aber mehr Holz. Also, ihr ahnt schon, Holz holen. Also ich vermute mal fast, man wird später auch relativ weit laufen müssen, um zum Beispiel also Ressourcen zu bekommen. Es sei denn, man kann auch Bäume irgendwie pflanzen. Ich habe jetzt aber noch nicht gesehen, wie man das machen könnte. Oder werden hier daraus, aus diesen Dingen hier das sehen? Ah ne, das sind Himbeerbüsche gewesen. Aus denen werden mal keine Bäume. Mal sehen. So, hier noch mehr Holz. Ja gut, ich weiß jetzt auch gar nicht, was diese Hütte dann bringt. Letztendlich, was war das? Oh ne. Schon wieder so eine doofe Spinne. Komm her. Ach so, die ist nur klein und hält nicht viel aus. Aus Seide kann man sicher beim Spinnrad irgendwie was weiter produzieren, damit man... Achso, da bauen die Kinder schon diese Hütte. Baumstamm. Aussichtsplattform oder sowas. Bauteile. Hier kann man dann auch ein Geländer bauen. Stützen. Dächer. Okay. Also da kann man richtig, richtig viel bauen. Sägewerk. Werkbank. Achso, hat sich an der Werkbank vielleicht mal was geändert eigentlich? Kann ich da jetzt mehr bauen vielleicht, weil wir irgendwie was freigeschaltet haben? Nee, doch, Konditionsglücksbringer fügt Kondition und Verteidigung hinzu. Und eine Fackel. Nützlich bei der Erkundung von Höhlen, okay. Und Ritterschild. Seil und Planke. Was wir noch nicht haben, ja, ist eben der Grill und das Spinnrad. Wir brauchen dafür mehr Granit. Holen wir das mal. Mehr Granit. Das war ja auch der ursprüngliche Plan, bevor ich diesen, ja, mehr oder weniger nützlichen Dorfplatz gebaut habe. So, was haben wir hier? Ach, hier liegt noch Granit rum. Wunderbar. Und wir bauen diesen Stein. Ab 30 brauchen wir, glaube ich. Also holen wir gleich mal massig. Zack, zack, zack. Schön wäre auch mal irgendwie eine höhere Stufe von Werkzeug zu bauen. Man kennt das. Da braucht man wahrscheinlich dann nur irgendwie weniger Schläge, um so einen Stein abzuernten, wenn man so will. Zack, zack, zack. Steine eingesammelt. Hier machen wir noch weiter direkt. So. Wie viel habe ich? Stand jetzt gerade da nicht. Oh, mein Spitzhacke ist aber gleich kaputt. Aber der geht noch. Komm, komm, komm. Jawohl, sehr gut. So, viel Granit können wir jetzt einen... Oh, es wird auch dunkel. Jawohl, es wird dunkel. Wo... Was ist das denn da hinten? Eine Ruine? Wo war jetzt noch gleich? Da. Unsere Stadt schon wieder verloren, vergessen, wie auch immer. So, ich nehme an, dass meine Kinder jetzt auch kommen werden und wir hier erstmal eine Runde schlafen werden. Ich mach das mal vor. Da kommt der Erste. Geht aber erst noch zur Werkbank. Alles klar. Naja, gut, okay. Dann kann ich ja auch nochmal eben kurz einen Grill platzieren. Und zwar ist das wohl wichtig, ob der irgendwie so ein bisschen Platz spart. Gegrilltes Fleisch ist sicher besser als normales Fleisch. Ich habe nur leider auch, glaube ich, gar kein Fleisch. Kann also im Augenblick auch nichts wirklich grillen. Ach, Maiskolben. Oh, Moment, Maiskolben hatte ich doch, oder? Ja. Rezept zuweisen. Schnell deponieren. Ah, schon geht's los. Spiegelei. So, was haben wir hier? Ach so, da ist schon das erste Viech zerlegt worden. Gut, gut. Das hat aber jetzt nicht dafür gesorgt, dass wir hier noch mehr
Das Spinnrad, Planke, Holzstab, Wolfskrallen braucht man dafür. Die habe ich nicht. Es gibt aber auch hier... Achso, man muss hier drüber fahren mit der Maus, um hier das hier mal wegzuschalten, damit es nicht mehr als neu zählt. Okay. Gut. Mit Farbenbomber reden. Nö, müssen wir jetzt gerade nicht. Der Mais wird da... Oh, dann kann ich auch gleich vielleicht was abholen. Nehmen. Fehlende Zutaten. So, jetzt habe ich den gegrillten Mais. Da ist er. Achso, da kann man auch sehen. Nee. Zieh den mal hier unten rein. Dann kann ich den verzehren. Achso, in der anderen Hand habe ich den jetzt. Aha. Haps, haps, haps. Zack. Gut, ob das jetzt gut oder schlecht war, weiß ich nicht. Aber was man hat, hat man bekanntlich. Ne? So, mal hingucken. Mehr Rohstoffe sind immer gut. Skelette nicht gut. Hätte jetzt natürlich auch ein Schwert, wäre auch gut, aber das geht ja jetzt auch so ganz gut. Zack. Mal richtig hier Holz kloppen. Denn wir brauchen vermutlich jede Menge Planken, Bretter, was auch immer. Das ist ja so ein Grundbaustoff. Da macht man sicherlich nichts falsch mit, wenn man die auf Lager hat, sage ich jetzt mal. So. Muss ich ein bisschen darauf achten, falls die Kinder die Nacht durchschlafen wollen. Dann muss ich ein bisschen gucken, ob die gerade im Bett liegen oder nicht. Aber dieses Wäldchen haben wir erst mal in dem Erdboden gleich gemacht. Schön. Gehen wir mal hier hin zum Sägewerk. Im Grunde genommen ist die Frage, kann man auch gleich ein zweites Sägewerk bauen, dass man das nicht immer umstellen muss? Ja, an sich schon. Bauen wir direkt daneben. Bums. Jetzt habe ich natürlich wieder kein Holz mehr. Aber hier ist der Holzstab eingestellt. Hier ist die Planke eingestellt. Und jetzt kann ich sagen, deponier mal was. Kann ich irgendwie... Achso, hier kann ich... Jetzt mache ich mal 10 rein. Aua. Hörst du auf? Oh, meine Axt ist gleich kaputt. Zack. Alles klar. Und hier packen wir auch 10 rein. Die Industrie läuft an. Massenproduktion, könnte man sagen. Jetzt habe ich... Das war klug, ne? Jetzt habe ich, glaube ich... Ja doch, ich habe noch ein bisschen Holz, um mir da noch ein paar Sachen herzustellen. So... Das hätten wir. Kann man wohl diese Werksgebäude, Werksbänke irgendwie upgraden? Ne, das ist nur für Sofortaufrüstung. Okay. Mehr Holz. Mehr Holz. Die ist eiskalt. Ja, jetzt gibt es wieder Schaden, ne? Ja, ja, ja. Und die Axt reicht auch nicht, um diese Bäume in dem Frostgebiet kaputt zu machen. Also man muss wirklich... erstmal hier in diesem, ich sag mal, normalen Gebiet bleiben. Hier blinkelt es ganz schön. Als könnte man hier schon irgendwas aufwerten. Holz und Granit bräuchte ich dafür. Ich nehme an, wenn man das Dorf aufwertet, kann man wahrscheinlich auch mehr Kram bauen. Holz und Granit heißt also, heißen die neuen Ziele. Wollen wir mal da hinten. Auch hier eine Menge Skelette, aber gut, ist halt jetzt so. Was ist das? Da leuchtet irgendwas so hell. Das ist doch bestimmt so ein Spinnennest, oder? Sieht das aus wie Seide oder so? Aua. Oh, ich bin auch schon fast tot wieder. Aua. Ja, nicht fast tot. Sondern tot. Fackel benutzen. Du bist immer noch in der Lage zu kämpfen. Ach so. Dann macht so eine Fackel vielleicht tatsächlich doch irgendwie noch mehr Sinn als gedacht. Da hinten ist der lila Strahl. Das heißt so, ich frage mich wohl, ob meine Kinder jetzt wohl auch meinen Kram nehmen können. Das will ich vielleicht jetzt gleich. Ja. Na? Hörst du wohl auf? Hörst du wohl auf? Nee, 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 nee. Schlawiner. Holz. Achso, nee, da leer Holz. Deswegen war das so gehighlightet. Verstehe. So, da ist noch ein Bäumchen. Kann man aus den Knochen? Naja, gut. Irgendwas kann man da bestimmt. Zack, da ist die Axt dahin. Ach so, und die kann ich jetzt auch nicht bauen. Da muss ich jetzt wieder zurückrennen. Ah, ärgerlich. Oder habe ich noch eine? Ne, Spitzhacken habe ich noch. Kein Problem. Aber Äxte muss ich bauen. Gut.
Ist aber jetzt auch nicht so tragisch. Gehen wir hier hin. Zack. Eine Waldaxt bitte. Ich habe nicht genug Holz. Ich habe nicht genug Holz. Ich kann mit bloßen Händen... Hier kann ich Sachen rausnehmen. Ja, alles entfernen. Alles entfernen. Das haben wir schon mal. Hilft mir aber jetzt auch nicht. Beim Bau von Werkzeug kann ich die Bäume mit bloßer Hand umklopfen. Oder muss ich jetzt Holz von meinen Kindern klauen? Schäbig, schäbig. Oder kann ich vielleicht einfach mit der Spitzhacke auch Holz? Zur Not Holz. Da geht nichts. Kleinerer Baum. Ach. So. Büsche kann man... Kommt da vielleicht auch Holz raus? Da kommt auch Holz raus. Schön. Okay, cool. So. Ein bisschen Holz. Das wird doch wohl reichen. Wo haben wir es? Ach ne, 5 Holz ist jetzt nicht so super viel, aber das wird wohl reichen. Wieder zurücklaufen, um eine neue Axt zu bauen. Okidoki. So, hier ist die Werkbank. Waldaxt. Kann ich genau eine herstellen, weil die 2 Granit und 5 Holz braucht. Meine Güte. Ist jetzt, so, da tun wir die Spitzhacke, die machen wir erstmal kaputt. Und so, Hunger habe ich zurzeit keinen. Und holen uns hier Holz. Und zwar hier. Zack. 3-mal schlagen. Das ist jeweils ein Holz. Also kommen 3 Holz aus diesem kleinen Baum raus. Da hinten sind ja auch größere Bäume. Schauen wir mal, ob die mehr... Oder dickere Stämme haben die zumindest. Schauen wir mal, ob da mehr rauskommt. Ob das überhaupt geht. Ja. 3 Treffer. 4. 5. 6. 7 Treffer. Jetzt ist unten leider nicht erschienen, wie viel Holz da rauskam. Das ist bedauerlich, weil ich das jetzt gerne gewusst hätte. Aber gut, wir müssen, wir brauchen Rohstoffe, das ist ja irgendwie klar. Und daher ist letztendlich auch egal, wie viel ich da kriege. So. Aber es sind auch nur 3 so Dinger. Jetzt habe ich 18. Ja, 19. Also es bringt gar nichts, diese wesentlich durableren Bäume kaputt zu hauen, aber braucht man viel mehr Treffer für. Wenn man stattdessen auch die hier machen kann, nach 3 Treffern, und die geben genauso viel Holz. Das ja, ist so mittelmäßig. Logisch. Vielleicht übersehe ich auch irgendwas. Vielleicht braucht man auch eine bessere Axt, um aus den dickeren Bäumen auch mehr Holz zu kriegen. Das kann natürlich auch sein. Ein paar Himbeeren noch. Haben wir ein bisschen Holz hier. Die Büsche kann man auch quasi schneller abbauen. Die Pflanzenfasern könnte ich eine Fackel draus bauen. Brauche ich jetzt aber jetzt überhaupt gar nicht. Ich habe mir wieder mal nicht gemerkt, wie viel Holz ich jetzt brauche, um dieses Dorfzentrum abzugraden. Aber das will ich unbedingt noch machen. Um dann zu sehen, wie sich das so ein bisschen weiterentwickelt hier. Was man noch so machen kann. Da haben wir noch ein bisschen Holz. Das ist ja das beste Holz hier. Gratis vom Boden einsammeln ist am allerbesten. So. Bums. Da haben wir noch eine Axt. Ausweichen kann man auch. Moment, das gucken wir gleich mal an. Schwupps, schön. Granit einsammeln. So, da sind 4. In dem großen Stein waren 4 Granit drin. Der kleine Stein. Dauert auch so lange, würde ich sagen. Hatte, glaube ich, jetzt nur 3 drin, wenn ich es richtig gesehen habe. Dauert aber, glaube ich, also habe das Gefühl, das war jetzt identisch von der Länge des Abbauens. Anders als bei den Bäumen. Aber hier ist noch so ein dünner Baum. Den probiere ich auch nochmal eh. Ach ja, mir ist wieder kalt, ey. Mach ich trotzdem mal eben. Ach ne, ach so, das ist wieder Frostgebiet hier. Heißt, da kann ich gar nicht mit meiner derzeitigen Axt, sagen wir mal, kann ich da nichts anfangen mit. Okay. Mehr Holz. Weiß nicht mehr, wie viel Holz ich jetzt wirklich brauchte. Habe ich ja schon erwähnt, aber ja. Haben ist besser als brauchen, ne? So, wir brauchen, da hinten sind noch ein paar Steine, die hole ich nochmal. Da liegt auch irgendwas. Fleisch? Ah ja, Fleisch, cool. Ob man auch so Bögen oder so bauen kann. Um dann beispielsweise die Schafe, die ja sonst weglaufen, aus der Ferne irgendwie zu jagen. Zack, da geht auch die Spitzhacke hin. Das war auch, mehr habe ich nicht. So. Was hier aber frei rumliegt, nehmen wir auf jeden Fall noch mit. Und gucken dann mal eben,
Achso, wenn ich jetzt das Holz natürlich, dann habe ich ja wieder kein Holz für Werkzeug. Wenn ich das komplette Holz und das komplette Granit jetzt da reinlege, egal. Ich bin jetzt einfach neugierig, auch wenn es jetzt nicht so clever ist, dann alles, was ich habe, da reinzuschmeißen. Schauen wir mal. So, Kinder sind eifrigst am Werk da. Schön. Da schaue ich mir doch jetzt mal an, wie ich das Dorf habe. Ich habe Dorf aufwerten. Aha, jetzt kann man... 10 Baurezepte sind dazugekommen. 10 Baurezepte. Hier ist nichts weiter hinzugekommen. Da fehlen uns die... würde uns die Wolfskralle fehlen. Gebäude, eine Hütte mit Veranda. Okay, und eine Baumstammscheune. Aha, alt, mehr Infos. Blockhütte, 9 Stufen für irgendwas, keine Ahnung. Hier gibt es jetzt auch Granitfundamente. Ich weiß nicht, ob das irgendeinen Unterschied macht, wenn man die jetzt benutzen würde. Also man kann jetzt hier wirklich Teil für Teil Gebäude aufbauen. In schön, wenn man das möchte. Ich muss gestehen, ich bin mehr so der Effizienzbauer. Da ist noch was Neues. Möbel gibt es jetzt mehr. Oberflächen, einen einfachen Tisch. Wofür braucht man den wohl? Ist das nur Dekoration? Ja, jede Menge Hocker und so, eine Lichtquelle und ein Lager. Ich nehme an, ja, platziere bis zu 10 Gegenstände darin, um sie sicher aufzubewahren. Okay, aber jetzt können wir mal gucken, ob vielleicht an der Werkbank da ist jetzt nicht mehr hinzugekommen. Ich hätte jetzt, oh, ach, sofort Aufrüstung. Ich habe letztes Mal Ausrüstung gelesen. Ich dachte, das wäre hier die Überschrift. Hier gibt es sofort Ausrüstung. Ah. Aha. Das kann man, wenn man 8 Planken reinpackt und 3 Panzer, von denen ich ja schon einen habe. Ja, Moment. Jetzt müssen wir mal eben gucken, dass wir erstmal wieder eine Axt. Eine Spitzhacke. Der Boden lässt sich leider. Interessenhalber interessiert mich jetzt, was eine Schaufel macht. Und wir nehmen auch, wenn wir haben, genug Zeug für ein Schwert mit. Denn die sind bestimmt leichter. Okay, das können wir noch nicht. Die sind bestimmt leichter zu erledigen, diese Rolldinger, wenn man vernünftig ausgerüstet ist. Wir nehmen mit das Schwertle. Was ist das hier? Schnellleiste und Nebenhand. Achso, Nebenhand ist jetzt... Ne. Weg. Kann man nicht in die Nebenhand nehmen. So, ist ja irgendwie logisch. Dann machen wir das so. Das Essen brauchen wir nicht so in der Schnellleiste. Das interessiert mich. Was kann ich mit der Schaufel tun? Mal eben gucken. Viertens. Nach meiner Logik. Ne, das ist falsch. Ich muss auch die Schaufel auswählen. Ich kann graben. Ach, da bekomme ich Erde. Aber sich... Okay, das reicht jetzt, danke. Ich kann aber nicht terraformen. Ne? Ich dachte jetzt, okay, inwieweit geht das Minecraft-Prinzip hier? Ich dachte, vielleicht hätte mich jetzt auch gewundert, wenn ich jetzt hier die Karte hätte verändern können. Hätte aber sein können. So, ich glaube, diese Roller, da ist ein Gebäude da hinten, das gucken wir uns mal an. Ich glaube, dieser Roller-Typ, der war gerade hier irgendwo oder kam aus dieser Richtung. Oh, das sind Kühe. Aha. Kühe, so, so. So, liebe Roller, geh doch zu Roller. Wo seid ihr? Erhalte 5 Kontolevel. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, das war so eine Art... Oh, was ist das denn? Moment. Ist das... Das sieht aber gefährlich aus. Das sieht sehr gefährlich aus. So, auf der Karte gibt es keinerlei Hinweise darauf, wo Roller beheimatet sein könnten. Kommen hier hoch? Jawohl. Aber hier hinten war noch so eine Art Gebäude, das will ich mir mal angucken. 5 Roller. Sind die jetzt so random auf der Karte? Oder kann man die irgendwie auf irgendeine Art und Weise hervorlocken? Indem man Steine abbaut. Das sah sehr steinmäßig. Hier ist so, hier ist, was ist das hier? Oh, Truhe. Okay. Nix. Einfach nix. Da hinten ist noch so ein kreisrunder Stein, wie ich ihn schon mal gesehen habe. Hier liegen Federn einfach so rum. Hier waren wahrscheinlich Hühner, die durch irgendetwas
gekillt worden sind. Ah, hier ist ein Feuer, einfach so. Noch ein Huhn. Okay. Bock, bock. Zack. Oh. Ein Treffer mit dem Schwert und dann ist das Huhn aber auch dahin. Okay. Schön. Das hätte ich jetzt erwartet, dass man so ein Huhn am Feuer ja grillen kann halt, ne? Wäre irgendwie logisch gewesen. So, Roller, wo seid ihr? Wo seid ihr? Wie kann ich euch finden? Hier ist ein kreisrunder Stein. Den könnte man auch Roller nennen, aber ist nicht das, was ich suche. Wenn ich das jetzt hier so runterschubse, auf die, so in Richtung Schafe, rollt das dann da runter und walzt über die drüber? Das wäre unendlich witzig. Naja, die Richtung war nicht so ganz gut und es rollt auch nicht weit genug. Aber eines Tages, Schafe, werde ich euch auf diese Art und Weise kriegen. Was ist das, eine Höhle? Das ist eine Höhle. Da gucke ich mal rein. Holz, Kürbis, alles tolle Sachen. Jetzt wäre schon vielleicht doch gut gewesen, wenn man eine Fackel dabei gehabt hätte. Ach so, das ist ein Dungeon quasi, ein instanziertes. Moment, da brauche ich aber jetzt dann wahrscheinlich wirklich eine Fackel, ne? Kann ich das hier irgendwo bauen? Kann ich die Fackel auch nur, muss ich jetzt zurücklatschen, um die Fackel zu bauen? Das wäre, versteht mich nicht falsch, voll lästig. Ah, ach du liebe Zeit. Ah, was bist du denn? Ein Wolf. Ja, ein Wolf, genau. Nee. Jetzt komm her. Dich mache ich fertig. Überhaupt kein Problem. Zack, von der Seite. Ja, ja, ja. Zack, ausgewichen. Ja. Ja. Du hast Hunger. Ja, ja, gleich. So, da haben wir die Wolfskralle. Die brauchte ich auch für irgendwas. Für dieses, den Seidenspinner. Also hier für die Dings, wo ich Stoff herstellen kann. Ach, so einfach sind Wölfe zu erledigen. Habe ich ja da hinten noch gesehen. Aber ich brauche erstmal eine Fackel jetzt. So, ich bin hungrig. Da grille ich mir doch gleich einfach mal ein Fleisch. So, und zwar deins. Oh, ist das aufregend. So, wie komme ich nach Hause? Die Karte wäre auch... Aber es ist die richtige Richtung. Oh, was war denn da? Auch so eine Art Ruine. Mal schauen. Was ist das da oben? Interessante Dinge sind hier am Start. Was ist das? Nichts. Das hier? Auch nichts. Da war was? Ah ne, das ist das Holz dahinter. Alles klar. So, schauen wir uns mal diese Ruine an, ob es da irgendwas zu holen gibt. Jawohl, hier ist eine Truhe mit Kram. Nehmen wir alles. Oh, aua, aua. Was ist hier los? Spinne. Haha, mit dem Schwert? Kein Problem. Ist das Dynamit? Das ist Dynamit. Das kann ich durch die Gegend tragen. Nehmen wir mit nach Hause. Haben ist besser als brauchen. Altes Motto. Da hinten ist eine Rauchsäule. Das ist, glaube ich, unser Zuhause. Oh. Aufsammeln. Ist das nur Deko oder? Angreifen. Hui. Oh, oh. Oh. Cool. Hätte ich das gewusst. Naja gut, jetzt das Ding durch die Gegend zu tragen, bis ich irgendwann mal einen Wolf finde oder so. Das wäre jetzt auch irgendwie nervig gewesen, ne? Kann ich eigentlich... Habe ich jetzt diese Höhle? Ja, die ist auf der Karte. Alles klar. Alles klar. Oh, meine Kinder bauen hier ein schönes Haus. Gut. So, was wollte ich hier noch gleich? Ich habe es schon ja vergessen. Aber die Frage wäre auch so oder so. Kann ich jetzt hier das Ding schon bauen? Nee, es fehlt eine Holzkralle. Nee. Fackeln wollte ich bauen. Danke. Fackeln. 3 Stück herstellen. Komm, baue ich gleich nochmal 3. Was für eine Art hat man? Du bist am Verhungern. Nee. Lass mal. Wir bauen mal. Wir nehmen mal hier zu uns einfach hier diese epischen Schneebären. Und zwar so. Damit wir jetzt erstmal nicht verhungern. Und ansonsten hauen wir mal schön Fleisch auf den Grill. Haben wir richtig ordentlich viel. Da läuft. Hier ist eine Truhe entstanden. Gucken, ob ich meinen Kindern was klauen. Boah. Ja, aber fleißig. So. Ich nehme noch so eine Schneebeere. Die Schneebeere macht anscheinend, dass einem warm wird. Senkt den Hunger und erhöht vorübergehend den Hitzewiderstand, dass einem heiß wird. Vielleicht gibt es ja auch irgendwelche Monster, die Feuer irgendwie machen können oder sowas. Die Fackeln verbrauchen sich vermutlich auch. Deswegen wäre es ja irgendwie clever. Er leuchtet im Weg. Naja, keine Ahnung. Grill benutzen. Nehmen. Hunger ist kein Thema mehr. Hier fehlt ein Bett. Ich nehme an,
haben meine Kinder irgendwo anders hingebaut. Ja, naja. Okay, jetzt habe ich die Fackel, jetzt kann ich in diese Höhle gehen. In der Hoffnung, dass da diese Rollerviecher drin sind. Oh, wow, mir ist eiskalt, das ist nicht gut. Die Fackel hilft da anscheinend nicht. Das war aber doch die Richtung, oder? Mal eben auf die Karte gucken. Jawohl, kann ich hier einen Marker setzen oder so? Fokus zurücksetzen? Nein, kann ich nicht. Aber die Richtung ist die richtige. Hier sind so ein paar lächerliche Skelette. Oh, lächerlich, aber viele. Achso, das Schwert verbraucht sich selbstverständlich auch. Wenn ich jetzt gleich in die Höhle gehe und, na egal, ich bin jetzt einfach neugierig und will wissen, was in der Höhle ist. War die da? Ist das der Berg, wo die Höhle drin war? Nee, ne? Wie weit bin ich? Oh, noch lange nicht so weit. Wann sind wir endlich da? Du hast Hunger. Ja, das ist... Oh, Wolf, Achtung. Oh, der Wolf macht Skelett kaputt. Ja, ich habe Hunger. Nee, ist eiskalt. Ach, das ist auch das noch. Hä? Der Wolf soll zu mir kommen. Hätte ich gerne. Weil ich brauche die Wolfskrallen für die Seidengeschichte. Moment, jetzt greife ich mir den Wolf. Zack, zack, zack. Hier, das Skelett noch. Zack. Spitzhacke. Habe ich die Wolfskrallen eingesammelt? Ich hoffe. Eiskalt. Nein, 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 nein. So, hungrig. Das gehen wir mal eben an das Problem. Indem ich sage, das gegrillte Fleisch, wo ist es? Da. Die Schaufel war jetzt nicht so nützlich. Mal eben essen. Sorry, keine Zeit für euch. Oh, ich sterbe gleich. So, hungrig bin ich nicht mehr. Schwert ausgepackt. Gib ihm. So. So, jetzt komme ich gleich bei der Höhle an und mein Schwert ist pünktlich kaputt. Gut, was soll er machen? Ist halt so. So. Hier war der Fels, den ich durch die Gegend gerollt habe. Da oben ist so eine Art Berg. Fels, wie auch immer. Da war doch die Höhle drin, oder? Mal sehen. Vielleicht kann ich da auch gar nicht reingehen, ohne dass die Kinder mitkommen, ne? Weil ich vielleicht irgendwie... Ah, da ist noch ein Wolf. Gar kein Problem. Aua. Fuchtel, fuchtel, fuchtel. So, komm, komm, komm. Also Steuerungstaste als Sprung- oder Rolltaste ist nicht so mein Favorit. Oh, da habe ich aber Glück gehabt. Okay, wir gehen mit der Spitzhacke in die Höhle. Oh. Oh, Auftrag abgeschlossen. Aha, ich wusste nicht, dass ich einen Auftrag habe. Jetzt habe ich aber plötzlich doch irgendwie ein bisschen Angst, weil ich jetzt keine Waffe habe. Hier sind Pilze, damit kann man nichts machen. Oder kann man die irgendwie... Oh doch, damit kann man was machen. Ist jetzt, glaube ich, nicht ideal. Aber... Schlürfpilz. Okay. Oh. Wenn ich da reinfalle... Da ist ein Roller. Und eine Spinne. Oh, viele Spinnen. Oh, das kann... in die Hose gehen. Mist. Ist auch total klug, dass ich alles mitgenommen habe. Denn jetzt habe ich ja nichts, um da hinzukommen. Und das war jetzt auch doch schon ein bisschen Weg, ne? Was ist das? Knochen. Ja, wir laufen. Wir rennen so schnell es geht. Hier die ganzen Skelette, da rennen wir einfach dran vorbei. Die ist eiskalt. Wir müssen ein bisschen weiter. Oh. Einfach vorbeilaufen ist vielleicht auch nicht. Also, Plan ist folgendermaßen. Ich laufe da hinein, Entschuldigung, schnapp mein Zeug und laufe erstmal schnell wieder raus. Unterdessen sieht es so aus, als würde Tag werden. Das trifft sich jetzt erstmal gut. Das ist zumindest der Weg hin zur Höhle. War das jetzt da schon? Jetzt erstmal keine Skelette mehr da sind. Ja, aber natürlich eine doofe Spinne. So, aber das war noch die Höhle hier, ne? Ja. Zack. Beitreten. Betreten wahrscheinlich eher. Achso, die Höhle ist in den Frostlanden jetzt quasi, okay. Gibt's wohl auch Höhle in den Graslanden, die dann einfacher sind? So, da hinten ist mein Zeug. Wir gehen jetzt hier ganz schnell hin. Ganz, ganz schnell. Zack, sammeln alles ein. Rennen zurück. Ich will nicht mit den Spinnen zu kämpfen haben. Und ich will jetzt... Kann ich das... Nein, aufsammeln. So. Jetzt hier, 5. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Da. Aua.
Boah, ist der stark. Achso, ich habe ja gesagt, zweimal treffen. Nee, wo willst du denn hin? Bleibst du wohl hier? Oh, oh. Ah, bin ich doof. Ja. Kommt, Leute. Ich muss ja auch noch zwei von denen kaputt hauen, nicht nur einen. Ne? Hm. Naja. Was ist das da? So ein Hut. So, ich gehe wieder los. So, so, so. Ich hätte ja gut, natürlich auch zurücklaufen können und mal auch so ein Seidending bauen können. Gut, das würde jetzt irgendwie nicht helfen. Ein Schild wäre wahrscheinlich schon nützlich gewesen. Aber jetzt ist es auch irgendwie eine Frage des Stolzes, muss ich sagen. Des nicht vorhandenen Stolzes. Wir rennen, wie es Gewitter. Ich weiß eigentlich auch gar nicht, ich spiele hier so ein Mädchen. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe keinen Weg gefunden, das zu ändern. Gut, habe jetzt auch nicht so lange gesucht, ne? Ich spiele das jetzt nur, um auch mal so einen Eindruck, oder hauptsächlich, also es scheint ein sehr cooles Spiel zu sein hier, dieses Lego Fortnite. Ich kenne das normale Fortnite jetzt nicht so wirklich, aber habe natürlich im Laufe der Jahre auch viel darüber gelesen, habe also grundsätzlich, ich sag mal, eine Ahnung, worum es da geht. Das hier scheint damit eigentlich ja so gut wie nichts zu tun zu haben, wenn ich das richtig sehe. Ja, Punkt. Wollte mir das aber trotzdem mal persönlich angucken, um auch mal so ein bisschen Eindruck davon zu bekommen, was wollen die Kinder da spielen. Und ist das... ach guck mal, die Axt macht 2 Schaden und nicht nur 1. Gilt das auch für die Roller? Einfach um auch so ein bisschen sicher zu sein, ne? Elterliche Pflichten und so, was machen die da? Da schreibt mir aber hier... Oh, der macht nur 2 Schaden, die Axt, alles klar. Nicht so gut. Da scheint mir aber vollkommen kinderfreundlich zu sein hier, ne? Also klar, wird hier gekämpft und so. Wow! Und ist auch ein bisschen schwer, aber das Bauen scheint ja hier doch schon stark im Vordergrund zu stehen. Das ist ein Skorpion, würde ich sagen. Da kann ich gar nichts machen. Gegen den, anscheinend. Zumindest nicht ohne Schwert. Oder vielleicht ist die Axt besser gegen den. Kurz testen. Ja, die Axt ist besser. Muss schon ein bisschen gucken, dass man nicht einfach wild... Oh shit, nicht wild fuchtelt. Was ist eigentlich, wenn ich Alt drücke? Gar nichts. Ich überlege gerade, das mal umzustellen, dass ich mit Alt die Ausweichrolle mache. Das gucken wir mal eben, ob das geht. So, hier sind die Einstellungen. Einstellungen, hier scheinen Tasten zu sein. Springen, Leertaste, automatisch. Ach, automatisches Rennen, auch gut. Ducken, rutschen, halten, wenn ich jetzt sage. Alt, er hat jetzt nicht gemeckert. Ja, okay. Anwenden. Und wir sehen. Uah! Dass wir nichts sehen. Wenn ich Alt drücke, passiert leider gar nichts. Hm. So, hier die Spinne mal eben. Ist der Roller überhaupt noch da? Ich sehe den nämlich jetzt gerade gar nicht. Da blinkelt was Grünes. Ist das gut oder schlecht, frage ich mich. Da sind wieder die Skorpione. Zumindest das da hinten sieht aus wie ein Skorpion. Der Roller selber ist weg. Ich glaube, was ist das hier? Oh! Achso, Granit. Ich glaube, das ist eine Spur zu schwer einfach. Gehen mal wieder raus. Und ich gehe mal zurück und baue mal diese Seidenspinner-Geschichte. So, und dann schauen wir mal, was man damit so machen kann. Aber wir schauen nochmal eben hier. Da sehen wir noch einen Wolf. Wir haben jetzt... Oh, was ist das denn da? Oh, eine Schatztruhe. Jegliche Vorsicht ist... Ach, auch so ein Roller. Sehr gut. Moment. Spitzhacke rausholen. So. Ah. Und schon wieder tot. so. Schauen wir mal. Ich glaube... Ja, mir ist warm. Immerhin. Das ist ein schwacher Trost, wenn du dir das vielleicht vorstellen kannst. So. Ich renne mal wieder zu meinem Todesort. Den ich... Aber jetzt... Wäre schon schön, wenn man so eine Markierung hätte irgendwie am Horizont oder so, wo man hingehen muss. Oder zumindest vielleicht einen Kompass hätte. Denn ich kann ja auch die Karte da raussuchen. Ja, jetzt sind hier an allen Ecken diese Roller, ne? Klar, natürlich. Was wollte ich damit noch gleich upgraden? Ach, die Werkbank. Schon wieder vergessen. So, aber wir merken uns hier bei dieser in der Nähe dieser Ruine... ist der Roller. Das heißt, der Plan ist folgender. Ich hole mein Zeug. Ich kille den Roller. Ich bin sowieso etwas verwirrt. Den ersten Roller habe ich relativ einfach kaputt bekommen. Jetzt aber nicht mehr.
Was wirklich bedauerlich ist, ich muss noch mal ganz kurz, sorry, in die Einstellung gehen, und dort noch mal zu schauen, ob oder wieso. Ne, hier steht aber Alt ist hier drin. Was ist, wenn ich sage, mach vielleicht diese Maustaste? Anwenden. Geht auch nicht. Das ist ja fantastisch. Naja, gut, egal. Müssen mit Steuerung zurechtkommen. Ich hasse das, ne? Ich kann die Steuerungstaste nicht so schnell drücken irgendwie, gefühlt. Keine Ahnung, wie ich das beschreiben soll. Es ist unpraktisch für mich. So, wo ist er? Nee. Jetzt ist der Roller weg. Stattdessen kommen mir die doofen Spinnen. Ah, nee. Da nehmen wir die Axt für. Ja, der Roller ist weg. Also die. So, das sieht doch hier relativ, ja, relativ uninteressant aus. Knochen. Habe ich die nicht schon ganz viele? Und kann ich die nicht einfach stapeln? So. Ah. Und die Dinger habe ich doch auch schon. Wieso stapelt er das denn nicht automatisch? Egal. Wo ist der Roller? Ist der jetzt weg einfach? Das ist aber schade. Die brauche ich doch so dringend. Schafe brauche ich nicht. Mehr Schafe brauche ich auch nicht. Mann. Ich laufe zurück. Der Plan war ja, wir erinnern uns, auch mal das Seidending zu erhöhen. Spinne. Ja gut, Spinnen hat Seide dabei. Die werde ich wohl dann irgendwie auch brauchen für das Teil. Zack, danke. 10. 10 ist auch schon mal ein schöner gerader Wert. So, hier war jetzt gerade auch so ein Roller. Ich denke mal an, wenn man das Spiel besser kennen würde, dass man dann irgendwie in irgendeiner Art und Weise weiß, wo die sind, wann die kommen. Den sehe ich jetzt hier auch schon mal wieder nicht mehr. Oder war der nicht hier? War der vielleicht weiter vorne noch? Ich renne mal weiter. Ne. Ist nicht mehr da. Was ist das da? Ungesäbelter Baum, alles klar. So. Da haben meine Kinder Holz liegen lassen. Oh, cool. Blockhütte. Ja, fast fertig. Wird nur nach oben. Ein Teil des Daches. So, dann schauen wir mal. Hier wollte ich bauen eine. Können auch hier reinbauen. Ein Spinnrad. Dafür brauche ich aber jetzt noch einen Holzstab. Und das ist falsch. Hier habe ich das eingestellt. Mach mal. Taka, 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 taka. Dauert ein bisschen. Und dann nehmen wir den. Und mit diesem Holzstab können wir jetzt das Spinnrad bauen. Das wird alles ein bisschen eng, aber es muss ja nicht schön sein. Baue ein Spinnrad. Seidenfaden, Seil, Kordel, Kordel oder Wollfaden. Okay. Ist jetzt so mittelmäßig interessant. Aber okay. So, dann sind immer noch das große Thema die Roller. Dafür holen wir uns noch mal ein Schwert, wenn ich habe, wenn ich mir nicht kann. So. Oh. Oh. Holzstäbe und Seile ergeben eine Armbrust. Eine Armbrust, das hört sich doch sehr cool an. Holzstab und Seil. 5 Holzstäbe, ein Seil. Holzstäbe waren hier. Habe ich genug Holz? Wahrscheinlich wieder nicht, ne, wie ich mein Glück kenne. Doch, 5 Stück. Das läuft. Ein Seil. Ein Seil kann ich aus Ranken bauen. Ranken gibt es ja wie Sand am Meer. Zum Beispiel hier. Zack, zack, zack. Die Ranke ist da. Ich renne wieder zurück zu dem Ding hier. Baue ein Seil. Achso, brauche ich 5 von. Ja, alles klar. So, schnell deponieren, hätte ich auch tippen können. So, hier nehmen wir schon mal alles, bevor meine Kinder sich da bedienen. damit ich genug habe für. Brauchen wir auch Pfeile? Ich meine, man kann ja Federn finden. Ich meine, gut, eine Armbrust braucht ja keine Pfeile, sondern Bolzen, aber im Prinzip ist so schon das gleiche. Inventar voll. Oh nein! Hier, das fallen lassen. Hab keine Zeit jetzt hier. Nehmen. Zack. So. Damit gehen wir jetzt rüber und bauen hier eine Recurve-Armbrust herstellen.
Zack. Abgeschlossen. Ja. Ich brauche Pfeile. Und ich nehme mal stark an. Herstellen. Also ein Holz und eine Feder geben 8 Pfeile. Das ist aber fair. Da brauchen wir gleich mal ein paar. Damit, wenn ich mal endlich diesen doofen Roller finde. Was ist das? Oh Gott. Was jetzt passiert? Inventar ist wieder mal voll. Das stimmt gar nicht. Hier, hau weg. Den Knochen hier. Was machen meine Kinder da? Was passiert hier? Ich brauche Abstand. Ach so, es ist einfach nur Sturm. Und da macht das so ein Halligalli hier. Uiuiui. Alter. Macht bestimmt keinen Spaß, da zu stehen. So. Jetzt kann ich mit Rechtsklick zielen? Nein. Kann ich jetzt sagen? Nee, das ist, was ist das? Was bist du denn? Muskelkater. Ja, ich bin Muskelkater. Du hast sicher schon von mir gehört. Also werde ich nicht allzu sehr über mich protzen. Wie schön, dich zu treffen. Schön, dass du auch fürs Herumtollen begeisterst. Ich habe den ganzen Tag nach Schätzen gesucht. Ich glaube, ich werde mich in deinem Dorf ausruhen. Oh! Oi. Okay. Ja, die Roller. Das muss wohl noch warten. Aber jetzt probiere ich noch eben meine Armbrust aus. Also ich glaube, das Spiel ist recht komplex letztendlich. Ne? Also ich glaube, du kannst lange... Oh, boing. Da muss nicht viel gezielt werden. Da musst du einfach nur ballern. Jetzt würde mich schon interessieren, wie viel Schaden würde ich denn so einem Roller beispielsweise zufügen? Ne? Oder einem Wolf? Also das Schaf war jetzt ein One-Hit-Wonder. Aber sind die anderen Viecher auch so, ich sag mal, schwächlich unterwegs? Wäre schön, wenn ja. Aber, ja. Muss ich mich eigentlich mal reinstellen, ne? Nur um das mal zu testen. Was haben wir da? Jetzt hier, da. So, und tschüss. Oh, ich lebe noch. Krass, hätte ich nicht gedacht. Hätte ich nicht gedacht. Da, das ist ein Wolf. Wie weit kann ich denn mal schießen? Oh, da ist noch einer. Der muss ein bisschen stillhalten. Treffer. Und der kommt gar nicht. Ne, der rennt weg. Weil die da andere Sachen sehen. Aber ich habe gerade gesehen, ich habe so ein bisschen im Bogen geschossen. Muss ich das berücksichtigen? Bumm. Boah. Achso, einmal klicken, um zu schießen. Einmal klicken, um nachzuladen. Das war daneben. Das war ein Volltreffer. Ja, das macht die Kämpfe entscheidend. Entscheidend leichter. Zumindest gegen die Wölfe. Gibt vielleicht auch Viecher, bei denen das nicht zutrifft. So, was haben wir hier? Hier liegt was rum. Das ist wieder Seide. Und mal wieder eine Kiste mit leer. Ein Lager, ein leeres Lager. Könnte man aber auch quasi als Basis benutzen und wieder aufbauen. Da ist ein Roller. Ja, 0 Punkte Schaden. Das wollte ich schon immer sehen. Da leuchtet irgendwas. Was leuchtet denn? Oh, das war mein Treffer jetzt. Warum war das ein Treffer? Was leuchtet da? Was leuchtet da? Es fliegt weg. Egal. So, 0. Aber wenn er vielleicht so... Ach, wenn ich von hinten treffe irgendwie. Okay. Komm. Oh. 0. Er rollt an mir vorbei. Und... Nee. Manchmal mache ich Schaden, manchmal nicht. Vielleicht muss ich ihn genau richtig treffen. So, da haben wir das nächste Teil. So, aber mit Blick auf die Uhr machen wir mal eine Pause. Und das schießen wir nochmal ab hier. Nein, funktioniert nicht. Und ich glaube, das reicht jetzt erstmal für den ersten Tag. Mir ist das jetzt ein bisschen zu lästig, hier den nächsten Roller noch zu finden. Ist vielleicht was für eine nächste Folge. Und dann schauen wir mal, was wir da noch so machen können. Ich renne mal zurück zum Lager, wo ich dann die Sache beschließen werde hier. Oh, das ist eine ganz gute... Hat sich erledigt gerade. Okay, ich glaube, so für den ersten Eindruck reicht das. Ist ein witziges Spiel. Hat mir auf jeden Fall gefallen. Ist nicht so mein Genre, muss ich gestehen. Aber es ist auf jeden Fall ein cooles Spiel. Sieht optisch auch nett aus. Es ist kindgerecht, aber nicht zu bunt. Aber man kann sich auch als Erwachsener gut angucken. Und ich glaube, man kann wirklich einiges machen. So ein Dorf aufbauen.
Ja, da scheint einiges noch an Komplexität hinterzustecken, wenn man das denn überhaupt möchte. Aber ist ein cooles Spiel. Gut, damit komme ich zum Schluss hier. Ich bin gespannt, was meine Kinder hier draus noch machen werden. Vielleicht werde ich mal irgendwann in einer Woche oder so nochmal hier reinschauen, nochmal ein Video aufnehmen, einfach mal zu zeigen, was hier entstanden ist in der Zwischenzeit. Das hört sich eigentlich ganz interessant an. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit und heute noch einen schönen Tag. Gruß, euer 80.